Hallo und herzlich willkommen beim UFO Talk, dem Podcast von ufoinformation.de. Mein Name ist Jochen Ickinger und heute wollen wir zurückblicken auf einen der medial größten deutschen UFO-Fälle aller Zeiten. Die Rede ist vom UFO über Bremen vom 6. Januar 2014. Die Sichtung sorgte auch international für große Schlagzeilen und unsere Berichterstattung zum Fall brachte uns tausende Besucher aus über 70 Ländern sowie die Erwähnung von ufoinformation.de in zahlreichen internationalen Medien und Webseiten quer über den Erdball. Was genau hinter der Sichtung steckte und was sich an jenen Tagen im Januar abgespielt hat, das möchte ich heute mit meinem Kollegen Dennis, der federführend für ufoinformation.de die Recherchen durchgeführt hat, besprechen. Hallo Dennis. Hallo Jochen, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie Jochen bereits anmerkte, ist das UFO von Bremen eine in der deutschen UFO-Historie besondere Sichtung. Zum einen deshalb, weil sowohl Piloten, Flugsicherung als auch Polizeibeamte involviert waren, zum anderen natürlich auch, weil die Medien sofort auf den Vorfall ansprangen und der Bremer Flughafen innerhalb von 24 Stunden zu weltweiter Berühmtheit gelangte. Ich weiß noch, wie ich am 7. Januar morgens von meinem Smartphone geweckt wurde und die erste DPA-Meldung aus der Nacht noch direkt vom Bett aus in der Spiegel Online-App gelesen habe. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Sobald ich wach bin, checke ich erstmal alle Nachrichten der vergangenen Nacht. Hier mal ein paar Zitate aus der DPA-Meldung. Ein nicht identifiziertes Fluggerät hat für Aufregung am Bremer Airport gesorgt. Das vermeintliche UFO tauchte wiederholt auf dem Radar auf. Mehrere Flüge waren beeinträchtigt. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Bremen. Es war auf dem Radar zu sehen und sogar per Fernglas. Ein unbekanntes Flugobjekt am Bremer Airport hat einigen Passagieren einen Strich durch die Reiseplanung gemacht. Wie der Flughafen in der Nacht zum Dienstag mitteilte, tauchte das fliegende Etwas am Montagabend mehrmals kurzzeitig auf dem Radar der Flugsicherung auf. Erst 3 Stunden später verschwand es wieder. Ein Polizeihubschrauber konnte das vermeintliche UFO im Landeanflug nicht entdecken. Wegen des rätselhaften Flugobjekts musste ein Flug aus Frankfurt am Main gestrichen werden. Eine Maschine aus München wurde nach Hannover umgeleitet. Ein Flieger aus Paris wurde von der Flugsicherung angewiesen, durchzustarten, konnte aber 15 Minuten später in Bremen landen. Wir wissen noch nicht, was das war, aber es war da was, sagte ein Bremer Polizeisprecher. Möglicherweise könne es sich um ein Drohnen- oder ballonartiges Fluggerät gehandelt haben. Soweit also die erste DPA-Meldung noch aus der Nacht vom 6. auf den 7. Januar. Ich war mir der Bedeutung des Falls eigentlich sofort bewusst. Wenn Spiegel Online daraus sogar eine Titelschlagzeile macht, dann war es absehbar, dass sich im Laufe des Tages daraus noch viel, viel mehr medial entwickeln würde. Ich habe deshalb die ersten Meldungen aus dem Web sofort zusammengesammelt und eine News auf ufoinformation.de platziert. Auf dem Weg ins Büro habe ich nochmal die üblichen Twitter- und Facebook-Meldungen über unsere Accounts gejagt. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ufoinformation.de auf Twitter und Facebook noch nicht folgen, dann holen Sie es doch jetzt am besten gleich nach diesem Podcast nach. Ja, was hast du zunächst gedacht, als du von dem Vorfall gelesen oder gehört hast, Jochen? Ja, also am Anfang hatte ich selber noch keine bestimmte Meinung. Die Infos in den Pressemeldungen waren teilweise doch recht vage und teilweise auch unterschiedlich. Also mal ist von einem Radarkontakt gesprochen worden, dann wieder nicht. Teilweise war es dann nur ein helles Lichtobjekt oder ein Lichtpunkt, dann wieder hatte es Positionslichter. Also ich bin in solchen Fällen kein Freund von Schnellschüssen, jetzt egal von welcher Seite. Sowohl pro wie contra, also dass es ein unerklärbares Objekt ist oder dass es irgendein bestimmtes zu erklärendes Objekt ist und ist der Fall schon abgehakt, sofern keine deutlichen Indizien erkennbar sind, halte ich da nicht viel davon. Und die Berichte in der meist örtlichen Presse, die man ja auch online nachlesen konnte, haben sich ja dann doch sehr von dem unterschieden, was in der DPA-Meldung stand. Ja, das ist richtig. Ich habe die Meldungen beim Weser-Kurier und bei Radio Bremen aufmerksam verfolgt. Zudem hat Roland Gerhardt, der für uns ja auch das tägliche UFO-Wetter macht auf ufoinformation.de, noch am gleichen Morgen bei der Bremer Polizei angerufen, Informationen eingeholt und auch Tipps gegeben, in welche Richtung man untersuchen könnte. Was bei all den Zeugenaussagen in den Medien, mittlerweile ja auch im TV, schnell deutlich wurde, war, dass es sich bei dem beschriebenen UFO nicht um ein einziges Objekt, sondern um mehrere unterschiedliche Objekte handeln musste. Das haben wir dann auch ziemlich zeitnah, ich glaube so ab dem 8. Januar, in unseren Bericht auf ufoinformation.de einfließen lassen. Die Zeugenaussagen waren einfach derart widersprüchlich, da die Objekte in Größe und Erscheinungsbild einfach zu sehr differierten, als dass es sich bei jedem einzelnen Fall um ein und dasselbe UFO handeln konnte. Wir haben uns bei ufoinformation.de daher sehr schnell festgelegt, dass man nicht von dem UFO über Bremen sprechen darf, sondern von einzelnen Sichtungsfällen mit unterschiedlichen Auslösern, den sogenannten Stimuli.
Ganz genau. Und du hast dich ja dann sofort auch an die Arbeit gemacht und nachrecherchiert. Was waren denn deine Erkenntnisse? Am Anfang war es noch sehr, sehr unübersichtlich. Zum einen die sich widersprechenden Zeugenaussagen, zum anderen auch die sich widersprechenden Aussagen von Pressesprechern der deutschen Flugsicherung, wie sie in den Tagen nach dem Vorfall abgegeben wurden. Ganz wichtig ist zu wissen, dass die DPA-Meldung selbst einige Fehler enthielt. Der gesamte Vorfall hat sich dann doch ganz anders ergeben, als wie in dieser ersten Mitteilung der deutschen Presseagentur dargestellt wurde. Die erste Sichtung hatte der Fluglotse des Bremer Flughafens am 6. Januar abends um 18:09 Uhr. Auf seinem Radarschirm vor sich blinkte bei zwei Umdrehungen ein unbekanntes Etwas ca. 5,5 Kilometer südlich des Towers auf. Nach Aussage vom Herrn Axel Raab, das ist einer der Pressesprecher der deutschen Flugsicherung, darf man aber gerade hier eben nicht von einem Radarkontakt sprechen, weil es nur zweimalig aufgeblinkt ist und danach nie wieder. Ja, also nach den Maßstäben der deutschen Flugsicherung darf man hier eben dann nicht von einem Radarkontakt sprechen. Beim sofortigen Blick aus dem Fenster durch den Lotsen entdeckte er dann am Ende der Start- und Landebahn des Flughafens ganz normale rote und grüne Positionsleuchten sowie auf jeder Seite angeblich ein Landelicht an einem unbekannten Flugobjekt. Das zumindest hat die Pressesprecherin Anja Naumann behauptet. Das ist quasi eine zweite Pressesprecherin der deutschen Flugsicherung. Eine dritte Pressesprecherin, das war die Christina Kelek, hat im TV wiederum gesagt, das Objekt hätte überhaupt keine Positionslichter gehabt. Also wir sehen hier schon, wir haben eine deutsche Flugsicherung, aber drei Pressesprecher und alle drei Aussagen haben sich komplett voneinander unterschieden. Das macht einfach diesen ganzen Fall schon von Beginn an überhaupt nicht einfach und ich denke, da passt einfach super das Sprichwort, zu viele Köche verderben den Brei. Wichtig ist zu wissen, dass das Aufflackern dieses unbekannten Etwas auf dem Radarschirm rein gar nichts mit dem daraufhin in Augenschein genommenen unbekannten Flugobjekt zu tun hat. Weil während der Fluglotse ein kurzes Radarecho rund 5,5 Kilometer südlich des Flughafens empfing, erblickte er dieses in Anführungszeichen UFO am Ende der Start- und Landebahn und die lag im Osten. Also 5,5 Kilometer im Süden hat er auf seinem Radarbildschirm ein zweimaliges Aufblinken gesehen, schaut nach oben, schaut aus dem Fenster und sieht dann aber weit im Osten ein für ihn unbekanntes Flugobjekt. Das Radarecho und das in Augenschein genommene unbekannte Flugobjekt haben also wirklich rein gar nichts miteinander zu tun. Das wurde in den Medienberichten aufgrund der DPA-Meldung zunächst falsch dargestellt. Dort hieß es zu Beginn ja auch noch, dass das UFO über die gesamte Zeit von fast 3 Stunden auf Radar sichtbar war. Später wurde die Behauptung dann aber revidiert. Zu den übrigen Sichtungsmeldungen aus der Bevölkerung gab es dann doch ein paar Eckdaten, an die konnte man sich halten und auch eine Recherche starten. Das waren dann zumeist die Zeugenaussagen und die gemachten Angaben zu Ort, Blickrichtung, Uhrzeit, Flugeigenschaft und Aussehen. Mit den Angaben konnte ich dann so die typischen ersten Schritte bei einer UFO-Fallermittlung abklappern. Dazu gehört dann eben der Check nach möglichen astronomischen Objekten zu besagter Zeit am Himmel, aber auch der Check nach irdischen Objekten wie eben ganz simple Flugzeuge oder Hubschrauber. In Zeiten des Internets sind solche Überprüfungen ja halt wirklich kein Hexenwerk mehr. Mit einem Astronomieprogramm Stellarium konnte ich dann auch einen möglichen Stimulus orten, den zuvor Roland Gehardt bereits ins Spiel brachte. Darauf möchte ich aber erst später nochmal eingehen. Viel wichtiger waren die Entdeckungen, die ich mit dem Online-Programm flightradar24.com machen konnte. Das Programm ist so eine Art Datenbank über den sämtlichen zivilen Flugverkehr auf der Erde. Man kann sich darin die Flugroute jeder einzelnen Maschine zu jeder Uhrzeit vom Start bis zur Landung am Ziel anzeigen lassen. Wir haben es bei ufoinformation.de erst kürzlich im Zusammenhang mit einem anderen Fall verwendet. Da wäre es jetzt auch in dem Fall meine erste Anlaufstelle. Ja, und was hast du dann darüber herausgefunden? Ich habe die einzelnen Zeugenaussagen zugrunde gelegt und nachgeschaut, ob im fraglichen Zeitraum und im besagten Ort eine Maschine unterwegs war. Und wir erinnern uns, aufgrund der Sperrung des Flughafens für die gewisse Zeit mussten die Passagiermaschinen in der Luft ungewöhnliche Warteschleifen fliegen. Das heißt, die Maschinen befanden sich in einem Luftraum, in dem sie unter normalen Bedingungen nicht fliegen würden und daher von den Anwohnern auch nicht unbedingt erwartet wurden. Und die Ergebnisse auf flightradar24.com waren dann doch, ja, wirklich eindeutig. Ich konnte nahezu jede Sichtung, die bis zu dem Zeitpunkt aus den Medien bekannt war, mit Passagiermaschinen im Warteflug erklären. Auf die Minute genau und passend zu jedem Ort. Einer der bekanntesten Zeugen war ja ein junger Mann, dem auch eine Langzeitbelichtung des UFOs, also in Anführungszeichen des UFOs, gelungen ist. Wobei ich mich schon fragen muss, weshalb man eine Langzeitbelichtung macht, wenn es doch eigentlich schnell gehen muss und ich erstmal schau, dass ich überhaupt einen Schnappschuss des Objekts machen kann. Aber okay, sei es drum. Auf jeden Fall war auf der Aufnahme nur eine Strichspur zu sehen, die sich halbkreisförmig am Himmel abzeichnete.
Mittels flightradar24.com habe ich dann herausgefunden, dass es sich eigentlich nur um den Flug LH5MM, das war eine Lufthansa-Maschine, gehandelt hat, die eben genau zu jener Minute über dem Stadtteil Schleifen flog. Der Augenzeuge gab ja sogar zu Protokoll, dass er das Objekt mehrmals hat vorbeifliegen sehen. Außerdem wäre es sehr laut gewesen, eben genau wie ein Flugzeug, nur halt eben noch ein bisschen lauter. Aber das kann man ja dann auch aufgrund der niedrigen Flughöhe erklären. Warum der junge Mann dann jedoch von einem UFO spricht und das dann noch als Langzeitbelichtung präsentiert, ja gut, keine Ahnung, das würde er wahrscheinlich nur selbst wissen. Die Polizei forderte ja alle Bürger auf, sich zu melden, wenn sie irgendwas Ungewöhnliches am Abendhimmel gesehen hatten. Vielleicht war auch einfach nur das dann seine Motivation, das zu melden. Die wichtigsten Augenzeugen, diejenigen, die auch in der ersten dpa-Meldung erwähnt wurden, waren ja zwei Polizeibeamte, die in der Nähe vom Bremer Weserstadion das in Anführungszeichen UFO gesehen haben. Ich habe dann die Eckdaten ebenfalls bei flightradar24.com überprüft und wurde genauso wie im ersten Fall gerade eben geschildert fündig. Und zwar genau exakt in jener Minute, das war dann um 18.31 Uhr, kam der Lufthansa-Flug LH356 aus seinem Warteflug, bog Richtung Bremer Weserstadion ein und landete kurze Zeit später auf dem Flughafen, nachdem der Flughafen die Landebahn wieder geöffnet hat. Das Flugzeug befand sich also exakt an jener Position, auch bezogen auf die Flughöhe, wie das Objekt, was die beiden Polizisten gemeldet haben. Die beiden Polizisten sind also ganz offensichtlich auf den Landesscheinwerfer der Lufthansa-Maschine hereingefallen. Hätte sich nämlich zur gleichen Zeit am gleichen Ort und in gleicher Höhe ein weiteres unbekanntes Flugobjekt befunden, hätten sowohl die Polizisten als auch der Tower zwei Objekte am Himmel sehen müssen. Logisch. Von beiden Positionen aber wurde nur ein sehr helles Licht ausgemacht, eben der Landesscheinwerfer der LH356. Die beiden Polizeibeamten lagen auch in ihrer Annahme richtig, dass sich das Objekt in Richtung Flughafen bewegen würde. Auch die Piloten der LH356 haben zu keinem Zeitpunkt ein UFO neben sich fliegen sehen. Sie selbst waren in dem Moment einfach das UFO, sowohl für die Polizisten am Boden als auch für den Flughafentower. Untermauert wird es dann eben auch dadurch, dass kurze Zeit später die Lufthansa-Maschine auf dem Bremer Flughafen landete, ja, ein weiteres Objekt aber nicht auftauchte, weil es einfach kein anderes Objekt gab. Den Irrtum kann man den beiden Beamten wahrscheinlich aber nicht mal verübeln. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Sie bekommen über Funk die Meldung, dass ein nicht identifiziertes Flugobjekt von der Flugsicherung über den Bremer Luftraum gemeldet wurde, schauen dann in den Himmel, sehen das gleißend helle Licht des Landesscheinwerfers an einer Position, wo sie im Normalfall gar kein Flugzeug erwarten würden, und melden eben genau diese Sichtung per Funk zurück. Der Vorgang erscheint mir zumindest recht plausibel, weil Polizisten sind keine schlechteren, aber auch keine besseren Augenzeugen. Und schon gar nicht, wenn es um plötzliche, nicht vorhersehbare Ereignisse wie eben bei einer UFO-Sichtung geht. Ebenso erwähnenswert ist noch eine weitere Sichtung einer Polizeistreife. Laut dem Pressesprecher der Polizei hatte eine weitere Streife Sichtkontakt zu einem unbekannten Flugobjekt im Bereich des Werdersees auf der Neustadtseite. Das war wohl so um 19.20 Uhr herum. Auch hier habe ich mal einen Blick auf flightradar24.com riskiert und ich fand tatsächlich die Lufthansa-Maschine LH5MM, die um exakt 19.18 Uhr am Himmel westlich des Werdersees eben auf der Neustadtseite flog. Die LH5MM ist die gleiche Maschine, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, als um die Langzeitbelichtung ging. Aus der Bevölkerung gab es noch weitere Meldungen über ein Objekt, manchmal mit Strahler, manchmal quasi in der Dunkelheit unsichtbar, über der Innenstadt von Bremen. Diese Meldungen beziehen sich fast alle auf einen späteren Zeitpunkt am Abend und auch hier gibt es eigentlich eine ganz plausible Erklärung. Nämlich ein aus Niedersachsen beorderter Polizeihubschrauber befand sich ab ca. 19.30 Uhr über Bremen und suchte den Luftraum nach dem, in Anführungszeichen, UFO ab. Nach rund 75 Minuten hat er die Suche dann erfolglos eingestellt. Einmal dachte wohl die Besatzung, sie hätte was gesehen, hielt es dann aber wohl doch für zu bedeutungslos und verfolgte es nicht weiter. Neben den Flugzeugen im Warteschleifenflug kann man also auch durchaus den Polizeihubschrauber als Stimulus für die eine oder andere Sichtung an dem Abend heranziehen. Die Behauptung, Polizisten oder auch Piloten seien besonders gute Sichtungszeugen, die zieht meiner Meinung nach einfach nicht. Oder wie siehst du das, Jochen? Das ist quasi mein Stichwort. Mit diesem Thema habe ich mich ja schon seit längerer Zeit auseinandergesetzt und denke, darüber könnten wir auch gut einen eigenen Podcast füllen. Aber zusammengefasst kann man feststellen, dass es natürlich unsinnig und auch wissenschaftlich nicht begründet ist, bestimmte Berufsgruppen pauschal als besonders gute Zeugen darzustellen oder bessere Zeugen als andere Berufsgruppen. Die Beobachtungsgabe ist immer erstmal individuell bedingt und natürlich gibt es bessere und auch schlechtere Beobachter. Bestenfalls kann man bestimmte Berufsgruppen auf eine gute Beobachtung hin definieren, die
sagen wir, in der Wahrnehmung von bestimmten Details geübt sind oder geschult sind. Also es können dann schon Piloten sein, dass wenn sie eben jetzt andere Flugzeuge sehen oder Polizisten irgendwas beobachten, irgendeinen Vorfall, dass sie sich dann eben genauer darauf konzentrieren und vielleicht auch mehr Details feststellen können. Nur im Rahmen der Wahrnehmung unterliegen sie denselben Schwächen und denselben Fehlern und Mängeln wie jeder andere Mensch und jede andere Person natürlich auch. Und eine Frage ist auch, worauf so eine Beobachtung natürlich ausgerichtet ist oder so ein Training von einer Beobachtung. Ich selber war ja in den 80er Jahren bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe und hatte dort eine Ausbildung zum Luftraumspäher. Und da bekamen wir Dutzende von Dias gezeigt, von damals Warschauer Pakt, Flugzeugen und Hubschraubern in unterschiedlicher Größe, in unterschiedlichen Blickwinkeln oder Flugwinkeln und mussten die identifizieren. Und da ist man natürlich darauf trainiert. Das heißt, wenn man sowas im Himmel sieht, dann konnte ich damals vielleicht irgend so ein Flugzeug erkennen. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt auch astronomische Objekte zweifelsfrei erkennen können muss oder irgendwelche Ballons oder sonst irgendwas. Das darf man eben nicht vergessen. Klar ist auch in diesem Fall, dass die Glaubwürdigkeit keine Rolle spielt. Das, was die Polizeibeamten da gesehen haben oder auch im Fluglotsen, die haben das auch so gesehen und so wahrgenommen. Und jeder Mensch, egal entweder welche Berufsgruppe angehört, hat auch dieselben Wahrnehmungsschwächen wie jeder Otto-Normalbürger. Das ist leider so. Wie gesagt, die einen beobachten besser, die anderen schlechter. Einige sind mehr geübt, die anderen weniger. Ja, wie ging es dann weiter, Dennis? Zunächst einmal machte ich aus der News auf ufoinformation.de so eine Art Live-Ticker zum Fall. Das ging dann sogar so weit, dass ich die Seite innerhalb von wenigen Minuten mehrmals aktualisiert habe. Es kamen einfach immer wieder irgendwie neue Erkenntnisse hinzu, beziehungsweise auch neue Zeugenaussagen, die man irgendwo im Internet aufgeschnappt hat. Zudem gab es dann massig Spekulationen, die eingegangen sind. So haben die Medien zum Beispiel darüber spekuliert, ob sich's um ein mögliches Geheimprojekt gehandelt hat, da ja Bremen bekannt ist für seine nahegelegene Militärindustrie. Da hat man zum Beispiel angenommen, dass es sich vielleicht um einen modernen Helikopter handeln könnte, dessen Rotorblätter nahezu lautlos rotierten. Ich habe dann auch mal kurz dazu recherchiert und habe tatsächlich eine Firma im Bremer Umkreis gefunden, die für solch eine Art von Technologie Patente besitzt. Da sie für die Sichtung über Bremen aber meiner Meinung nach keine Rolle spielte, habe ich sie dann später einfach wieder aus dem Bericht entfernt. So kam und ging dann eine Idee nach der anderen und irgendwann war klar, ich konnte zwar anhand meiner Recherchen alle Sichtungen nach 18:09 Uhr plausibel erklären, aber ausgerechnet diese erste initiale Sichtung von dem Bremer Fluglotsen um 18:09 Uhr, die blieb einfach weiterhin ungeklärt. In den Medien ebbte das Thema wie üblich ab und von der Flugsicherung oder der Polizei waren einfach keine Informationen zu bekommen. Ich habe es zwar spätestens alle 3 Tage versucht, aber leider mit keinem Erfolg. Ich konzentrierte mich also zunächst auf die bisherigen Erkenntnisse rund um die Folgesichtung, erstellte Grafiken und ja, die Newsseite wirkte in den Tagen zum Teil etwas zusammengestückelt und ich habe mich dann einfach dran gemacht und versucht, die Newsseite leserlich zu gestalten. Nachdem das dann erledigt war und noch immer nichts Neues von den Behörden bekannt gegeben wurde, begann ich dann zu dieser ersten initialen Sichtung selbst zu recherchieren. Von Beginn an schwebte ja so die Überlegung im Raum, dass es sich bei dem UFO um einen möglichen Multikopter aus dem semiprofessionellen Modellbau handeln könnte. Und zum anderen, und hier komme ich jetzt auf das zurück, was ich vorhin angedeutet habe, brachte uns Roland Gerhardt auf die Idee, dass es sich vielleicht sogar um den Planeten Jupiter gehandelt hat. Ich habe Rolands Verdacht dann mit verschiedenen Programmen überprüft und tatsächlich, der Planet Jupiter befand sich Anfang Januar ja in Oppositionsstellung und war deshalb besonders hell am Himmel zu sehen. Und jetzt kommt's. Mit Hilfe von Google Street View kann man ja quasi die Position des Fluglotsen einnehmen. Also ich habe mich mit Google Street View direkt am Flughafen Tower positioniert. Und der Lotse meldete ja das UFO am östlichen Ende der Start- und Landebahn in Horizontnähe. Und jetzt rate mal, wo sich der Jupiter an jenem Abend zu jener Uhrzeit vom Standpunkt des Fluglotsen aus befand. Vermutlich dort, wo er das UFO ortete. Exakt. Es stimmt einfach komplett überein. Uhrzeit, Blickrichtung und Höhe. Das Einzige, was mich trotzdem noch misstrauisch machte, war ja die Beschreibung des Objekts laut den Pressesprechern der Flugsicherung. Die widersprachen sich ja gegenseitig. Das hatten wir ja zu Beginn des Podcasts. Die eine Sprecherin, die Frau Anja Naumann, ihr zufolge hat das Objekt ja rot und grün geblinkt. Wenn das stimmt, dann scheidet der Jupiter als möglicher Stimulus wohl aus. Nachher komme ich aber da nochmal drauf, warum wir es vielleicht doch nicht tun sollten. Okay, und was ist mit der Multikopter-Theorie? Die ist durchaus plausibel. Ich las in einigen Internetforen der Modellbauszene, auch dort war der UFO-Fall schon ein Thema. Viele befürchteten auch ein Verbot solcher Kopter, wenn sich herausstellen sollte, dass das UFO von Bremen auf solch einen Multikopter zurückgehen sollte.
In diesen Formen war man sich eigentlich einig, dass aufgrund des angeblichen Erscheinungsbildes ein Kopter durchaus in Frage kommen könnte. Das Problem hier wiederum war die enorme Flugdauer von mehreren Stunden. Zumindest dachte man ja am Anfang noch, dass dieses Objekt über Bremen über mehrere Stunden geflogen ist und dass es sich eben um ein Objekt gehandelt hat. Ich habe ja vorhin erklärt, dass diese Theorie eigentlich falsch ist. Und ja, so ein Akku für einen Kopter hält vielleicht 30 Minuten, aber auch das ist eigentlich nicht wirklich gesichert. Ich habe auf YouTube Videos in Originallänge gesehen, da fliegen die RC-Modelle stundenlang von einer Stadt in die nächste. Das sind dann aber Modelle, die mehrere zigtausend Euro kosten. Das sind dann auch keine Modelle von der Stange, sondern Marke Eigenbau. Es geht mir eigentlich auch nur darum, darzustellen, dass die Aussagen zu den Akkulaufzeiten mit Bedacht betrachtet werden müssen. Der Fluglotse beobachtete das Objekt ja nur für ein paar Minuten. Erst mit der Meldung der beiden Polizeibeamten um 18:31 Uhr hatte er erneut ein unbekanntes Licht am Himmel gesehen. Die beiden Beamten hatten ja in der Nähe des Bremer Weserstadions ein helles Licht, welches sich ihrer Meinung nach in ca. 300 Metern Höhe Richtung Flughafen bewegte, gesehen. Der Lotse im Tower sah aus dem Fenster und konnte das Licht in etwa dem Bremer Klinikum Mitte bestätigen. Daraufhin stoppte er ja den für 18:55 Uhr geplanten Flug der Maschine LH359 nach Frankfurt-Main. Das Bremer Klinikum Mitte liegt vom Tower aus gesehen in derselben Blickrichtung wie das Bremer Weserstadion, nur etwas weiter dahinter, vielleicht ein paar wenige Dutzend Meter. Das unbekannte Licht, das die beiden Polizisten sahen, war ja aber nachweislich die Lufthansa-Maschine LH356, wie ich vorhin ja schon erzählt habe. Der Fluglotse also sah ein Objekt erstmals um 18:09 Uhr und danach, erst mit der Meldung der Polizeibeamten um 18:31 Uhr, erneut irgendein unbekanntes Objekt. Davor oder danach eben nichts mehr. Eine Diskussion über die Akkulaufzeit von Multikoptern ist also völlig verfehlt, da irrelevant. Als nächstes wurde ja dann behauptet, dass es an jedem Abend zu windig gewesen wäre in Bremen. Als erstes behauptete das noch die Pressesprecherin der deutschen Flugsicherung selbst. Aber auch dieses Argument kann man ziemlich leicht entkräften. Ich habe im Archiv von wetterspiegel.de nachgesehen und dort kann man sich die Windgeschwindigkeiten zu jeder Stunde vom 6. Januar anzeigen lassen. Die Geschwindigkeiten bewegten sich hier von 17 bis 19 Uhr zwischen 22 und 29 km/h. Nach Rücksprache mit erfahrenen Modellbaupiloten sind die dort angegebenen Windgeschwindigkeiten überhaupt kein Problem für große Multikopter. Auch eine Böe fangen sie ohne weiteres ab. Jemand, der ein semiprofessionelles Gerät besitzt, der beschäftigt sich in der Regel auch seit vielen Jahren mit dem Thema und kann solch ein Gerät fliegen. Der Einwand mit der Windgeschwindigkeit ist also auch entkräftet. Ja, da kann ich insofern auch was Bestätigendes hinzufügen. Im Rahmen meines Studiums an der Hochschule Anhalt in Dessau haben wir es auch mit Multikoptern zu tun gehabt. Die werden dort zur Fernerkundung eingesetzt, also für Luftaufnahmen, für digitale Datenerhebungen, für 3D-Modelle. Und es sind im professionellen Bereich solche Hexakopter, die auch schon etwas teurer sind, aber auch schon etwas größer und schwieriger zu fliegen sind. Die durften wir selber dann als Studenten nicht fliegen. Wir durften uns einen kleineren Quadrocoptern versuchen. Aber interessant war hier auch bei diesen großen Dingen, da ist also auch gesagt worden, dass man hier schon zum einen schon eine Übung braucht, also auch eine längere Einführung, eine Übung, dass man wirklich professionell fliegen kann. Aber wer dann eine entsprechende Übung hat, der kann dann auch schon bei etwas widrigen Wetterverhältnissen damit fliegen. Und so wie du das auch schon gesagt hattest, also man kann nicht pauschal sagen, jetzt war der Wind etwas stärker oder es gab mal auch Windböen, dann können die gar nicht mehr fliegen. Also je nachdem, wie geübt einer ist und wie gut das Gerät ist, kann man durchaus mit so einem Teil hier eben dann noch fliegen. Mir fällt es generell irgendwie auf, dass von Seiten UFO-Gläubiger kaum Erfahrung mit solchen Drohnenmodellen da zu sein scheint. Ich persönlich habe mich zwar auch immer nur mit dem Flug kleiner RC-Helikopter befasst und war schon Gott froh, wenn ich die irgendwie in der Luft halten konnte, aber wir hier in Stuttgart haben ja an der Uni eine große und bekannte Luft- und Raumfahrtfakultät und was dort von den Studierenden alles gebaut und geflogen wird, da bleibt einem echt manchmal die Spucke weg. Die Drohnen fliegen vollkommen autonom über viele Kilometer hinweg und finden anhand des GPS-Signals wieder zu ihrer Basis zurück, bevor die Akkuleistung eben gegen Null geht. Natürlich lassen sich die Drohnen dann auch fernsteuern oder sind mit Kameras bestückt, gerade so wie wir es von ja, den Drohnenmorden der US-Amerikaner in Afrika oder dem Nahen Osten herkennen. Wenn wir uns also mit Drohnen als mögliche Auslöser für UFO-Sichtungen befassen, dann müssen wir heutzutage in ganz anderen Maßstäben denken. Meiner Meinung nach ist da kaum noch irgendetwas unmöglich. Da wir also die Akkuleistung und die Windbedingungen ausklammern können, blieb die
Multikopter-Theorie weiterhin bestehen. Mehr konnte ich dann selber auch wirklich nicht mehr recherchieren. Ich war dann an dem Punkt angelangt, an dem ich mich dann mehr oder weniger flehend an die Bremer Polizei, die Flugsicherung, aber auch die Medien vor Ort gewandt habe. Ich habe alle drei auf unsere Newsseite und unsere Erkenntnisse verwiesen und habe darum gebeten, die Öffentlichkeit über irgendeinen aktuellen Stand der Recherchen zu informieren und zum anderen die Medien vor Ort angestachelt, doch endlich mal tiefer zu bohren. Freitagmorgens, das war am 17. Januar, da hatte ich Radio Bremen am Apparat, nachdem sie unsere Recherchen auf ufoinformation.de gelesen hatten. In einem Radiointerview konnte ich dann noch unseren Standpunkt des Vorfalls verdeutlichen. Montags, am 20. Januar, habe ich dann nochmal versucht, über die lokalen Medien an Informationen zu kommen, beziehungsweise habe diese versucht anzustacheln, ihrem journalistischen Auftrag endlich nachzugehen. Dienstagmorgens, das war dann der 21. Januar, habe ich mich erneut direkt an die Bremer Polizei und an die deutsche Flugsicherung gewandt. 3 oder 4 Stunden später kam dann die Pressemitteilung der Bremer Polizei und der Bremer Staatsanwaltschaft, deren Inhalt sich ja dann nahezu 1:1 mit unseren Recherchen deckte. Im ersten Moment dachte ich, die hätten überhaupt nicht selbst recherchiert, sondern sich ganz auf unsere Recherchen verlassen. Aber das ist natürlich Quatsch. Letztendlich ist es aber doch sehr erfreulich, dass unsere Recherchen in die richtige Richtung gingen und von den Behörden ja mehr oder weniger bestätigt wurden. Radio Bremen meldete sich dann nochmals bei mir und beglückwünschte ufoinformation.de sogar für die tolle Arbeit. Das fand ich ja dann doch ganz nett. Aber so ganz mit der Pressemitteilung, dann bin ich doch nicht zufrieden. Ich zitiere mal. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bremen und der Polizei Bremen. Am 06.01.2014 beobachtete die Flugsicherung des Flughafens Bremen gegen 18:30 Uhr ein nicht identifiziertes Flugobjekt im Luftraum über Bremen. Auch verschiedene Bürger und Polizeibeamte gaben Hinweise auf dieses Objekt. Aufgrund des Vorfalls wurden umfangreiche Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffes in den Luftverkehr eingeleitet. Nach der Auswertung von über 50 Hinweisen und diversen Zeugenbefragungen geben die Staatsanwaltschaft Bremen und die Ermittler der Kriminalpolizei jetzt eine Bewertung zum Fall ab. Der weiterhin unbekannte Betreiber des nicht identifizierten Flugobjekts dürfte aus der Modellflug- bzw. Multikopter-Szene kommen. Darauf deuten Zeugenaussagen von Beobachtern und Experten hin. Einige Bürger dürften den eingesetzten Polizeihubschrauber beobachtet und beschrieben haben. Hinweisgeber aus dem Bremer Westen werden zu ihrem Beobachtungszeitraum eine Air Force-Maschine in ihren Warteschleifen über Bremen gesehen haben. Das hat die Auswertung von Geodaten ergeben. Der Kopter bzw. ein Gerät aus der Modellflugszene wird nach bisheriger Einschätzung der Ermittler von einem professionellen Hobby-Modellflieger vom Computer am Schreibtisch oder von der grünen Wiese gelenkt worden sein. Nach übereinstimmender Einschätzung von Experten sind Angaben zum Licht des Objekts bzw. der Flughöhe kaum verwertbar. Angaben zur Größe und Entfernung sind im Nachthimmel schwer bestimmbar. Gezielte Ermittlungen gegen verdächtige Personen aus der beschriebenen Szene führten zu keinen konkreten Ermittlungsergebnissen. Soweit also der offizielle Text. Für mich löst er die offenen Fragen leider nur sehr unzureichend. Es wird im Detail auf nichts wirklich eingegangen. Man erfährt leider auch nichts von den weiteren über 50 Hinweisen aus der Bevölkerung. Was für Hinweise hat sich denn dabei gehandelt? Die Behörden schweigen sich da leider komplett aus. Zudem behaupten sie, dass einige Sichtungen auf eine Air Force-Maschine zurückzuführen seien. Was denn für eine Air Force-Maschine? Also, ich kann die nirgends sehen. Alle bekannten Hinweise sprechen eindeutig für die beiden Lufthansa-Maschinen, die LH-5MM und die LH-356. Auch hier ist die Begründung der Behörden einfach komplett unzureichend. UFO-Gläubigen spielt das natürlich total in die Hände. Die behaupten ja noch heute, dass es sich um ein, in Anführungszeichen, echtes UFO über Bremen gehandelt hat. Ich denke, die Behörden haben sich's mit dieser Pressemitteilung einfach viel zu einfach gemacht. Oder wie siehst du das, Jochen? Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich denke, es ist einfach auch so, dass das Interesse dann nachlässt, wenn so ein Vorfall, der am Anfang natürlich für Unruhe gesorgt hat, es wurde ja auch strafrechtlich ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Wenn das aber irgendwo dann praktisch abgehakt ist und nichts mehr Kritisches oder Schwieriges oder Gefährliches zurückbleibt, ja gut, dann will man das relativ schnell abhaken und dann kommen auch solche ja, groben Pressemitteilungen zustande, wo vielleicht manches fehlt oder manche Fragen offen sind oder irgendwas widersprüchlich drin ist. Oder einer von der Presse was schreibt, was er wieder von einem Ermittler gehört hat, das vielleicht irgendwie nicht so richtig darstellt oder die Informationen nicht vollständig waren. Da wäre natürlich jetzt interessant, auch den Ermittlungsbericht selber einzusehen, der dort sicherlich angefertigt worden ist.
Insofern, ja, halte ich das auch etwas suboptimal und gibt natürlich Raum für Spekulation, das ist völlig klar, aber man muss ja letztendlich immer das Gesamtbild sehen, was unterm Strich rauskommt. Und genau, das ist Stichwort, wie ging die ganze Geschichte dann zu Ende? Ja, also nach der Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft ist das Thema medial natürlich nochmal aufgekommen und unsere Recherchen wurden vielerorts erwähnt. Die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel oder auch ausländische Webseiten verlinken direkt auf unsere Recherchen. Ich habe dann noch für einen Madrider Podcast ein Interview gegeben. Während man im Ausland sich sehr zufrieden gab mit unseren Recherchen, sah es in Deutschland leider mal wieder ganz anders aus. Ehrlich gesagt waren die Wochen nach dem Bremer Vorfall ja kein Zuckerschlecken. Ich habe zahlreiche Droh-E-Mails erhalten. In Facebook-Gruppen und in Internetforen wurde dann auch sehr unsachlich über mich diskutiert. Wenn man sich, so wie ich in diesem Fall, mit einer Erklärung in die Öffentlichkeit wagt, dann muss man auch mit Kritik umgehen können. Das ist ja alles überhaupt kein Problem und kein Thema. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist die Grenze des guten Geschmacks dann einfach überschritten und da haben wir eine UFO-Szene, ja, die gerne ernst genommen werden möchte in der öffentlichen Wahrnehmung, sich dann aber immer wieder so derart im Ton vergreift. Und ich rede hier nicht nur von irgendwelchen anonymen Gläubigen in irgendwelchen Foren, die ich eh nicht lese, sondern vom Führungspersonal eines bestimmten deutschen UFO-Vereins. Es hat mir dann leider wieder einmal gezeigt, wie wenig kritikfähig die UFO-Szene in Deutschland mit sich selbst ist. Denn obwohl so viele Faktoren für eine simple Erklärung der einzelnen Sichtungen über Bremen sprechen, fühlten sich viele persönlich auf den Schlips getreten, weil ausgerechnet wir von ufoinformation.de das Heft des Handelns in die Hand nahmen. Das ging sogar so weit, dass in einer Facebook-Gruppe dieses Vereins es den Mitgliedern verboten wurde, auf ufoinformation.de zu verlinken. Gesetzte Links wurden umgehend entfernt und die Personen, die diese Links vorgenommen haben, die wurden dann persönlich abgemahnt. Es ist dann schon ganz schön bizarr, da fiel mir dann einfach auch nichts mehr ein. Ein anderer spannt sich eine Verschwörungstheorie zusammen und unterstellte mir, die Macht der deutschen UFO-Skeptiker-Bewegung an mich reißen zu wollen. Also, eigentlich wartete ich ja nur noch auf den Klassiker, hey, der ist doch eh von der CIA bezahlt. Das hat echt gerade noch gefehlt. Natürlich gilt das UFO von Bremen in diesen Kreisen auch heute noch als ungeklärt und dient zur Erhaltung des Mythos an sich. Der Bremer Fall ist endlich wieder etwas, worauf man sich als UFO-Gläubiger natürlich stürzen kann, ja. Es gab so viele Jahre keinen spektakulären Fall mehr. Und jetzt hat man diesen Fall und aufgrund der unbefriedigenden Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft musste es ja fast so weit kommen. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und ich denke, aus dem Bremer UFO-Fall kann man auch wieder viel lernen. Zum einen schon mal die Berichterstattung. Also selbst wenn man seriöse Quellen hat oder vermeintlich seriöse Quellen hat, auch wie dpa oder diverse lokale und oder überregionale Presseportale, dass man trotzdem sieht, dass man völlig unterschiedliche Informationen bekommt. Das heißt, man muss immer auch nochmal nachhaken, man muss nachrecherchieren. Man kann nicht irgendwie jetzt einen einzigen Pressebericht nehmen und sich an dem orientieren oder den anderen. Also das ist, denke ich, immer eine Schwierigkeit, dass man immer aufpassen muss, dass man alle Quellen hat und auch wirklich die Fakten sich rausziehen kann. Das haben wir bei uns ja gesehen in deiner Recherche. Es hat ja eine ganze Zeit gedauert, bis du wirklich mal die Faktenlage und den konkreten Ablauf ermittelt hattest. Dann natürlich auch die Tatsache, dass man gesehen hat, dass mehrere unabhängige Sichtungen zu einem UFO-Fall zusammengefasst werden. Das passiert ja auch gerne, wenn im Rahmen ja, von medialen Fällen neue Sichtungszeugen hinzukommen, die auch irgendwas gesehen haben, was dann mit reinfließt, wo man aber dann nicht weiß, naja, hängt das jetzt wirklich zusammen, nur weil es zeitlich irgendwie in einem gewissen Zusammenhang steht. Da muss es eben nicht ein Objekt sein. Und das kann auch natürlich das Gesamtbild verfälschen. Und sowas haben wir auch nicht das erste Mal in der UFO-Historie. Ja, richtig. Im Internet wurde sogar versucht, das Bremer UFO mit einem Vorfall über Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung zu bringen. Dort haben unterschiedliche Zeugen ebenfalls ein unidentifiziertes Flugobjekt gemeldet, welches für Schlagzeilen in der lokalen Presse sorgte. UFO-Gläubige machten sich daran und versuchten, Parallelen zwischen dem Vorfall in Bremen und dem in Ueckermünde zu ziehen. Das ging dann sogar so weit, dass Berechnungen zur Geschwindigkeit angestellt wurden, also wie schnell das Objekt geflogen sein müsste, um von Bremen nach Ueckermünde zu gelangen. Der Fall in Ueckermünde konnte im Anschluss übrigens als Reentry von Weltraumschrott in der Atmosphäre erklärt werden, also Metallteile ganz irdischer Herkunft, die beim Wiedereintritt in der Erdatmosphäre verglüht sind. Es wurde also nicht nur versucht, innerhalb derselben Stadt Sichtungen miteinander zu verknüpfen, sondern darüber hinaus Sichtungen, die in ganz unterschiedlichen Bundesländern stattfanden. Das ist dann schon der Wahnsinn.
Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den man ja auch immer aufpassen muss, wenn dann an ganz anderer Ecke irgendwie was, auch wenn es vielleicht genauso aussah, irgendein Objekt gesichtet wurde und man dann einfach sagt, ja, das muss dasselbe Objekt sein und man dann anfängt, wie flog das Ding dann, mit welcher Geschwindigkeit, damit es an der anderen Stelle auftauchen kann. Also das ist, ja, wie du sagst, schon irgendwo der Wahnsinn und ist eine Frage, wie will man das sowas sinnvoll begründen? Auch hat sich gezeigt, dass man, wie ich schon erwähnt hatte, bestimmten Berufsgruppen nicht pauschal eine höhere Wertigkeit der Aussage zumessen kann oder soll. Oder wenn jetzt Piloten oder Fluglots oder Polizeibeamten was gesehen haben, muss es sich nicht erklären können. Dann muss es nicht zweifelsfrei auch heißen, das ist dann auch was Ungeklärtes, sondern die, so wie es bei jedermann ist, die haben halt irgendwas gesehen, sie konnten sich interpretieren. Sie haben das, was Sie gesagt haben, natürlich wahrheitsgemäß wiedergegeben. Also Glaubwürdigkeit hat da ja eigentlich auch keine Rolle gespielt. Spielt es ja zum Glück auch sehr selten, weil der Prozentsatz bewusster Schwindelfälle ist ja zum Glück sehr gering. Es wurde schon beschrieben, was Sie einfach wahrgenommen haben und von dem muss man dann eben ausgehen. Ja, genau, also die höhere Bedeutung, die bestimmten Berufsgruppen beigemessen wird, ist vor allem deswegen, weil wir einfach gewisse Erwartungen auch an die Berufsgruppen haben oder auch durch die Darstellung in den Medien. Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Zusammenfassend lässt sich vielleicht nochmal sagen, dass der kurze Radarkontakt des angeblichen UFOs im Bremer Flughafen Tower nicht mit dem Gebiet übereinstimmt, in dem der Lotse das UFO ausmachen konnte. Wir erinnern uns, der Lotse hatte ein zweimaliges Aufblinken, ca. 5,5 Kilometer südlich des Flughafens. In Augenschein nahm er aber ein unbekanntes Flugobjekt östlich des Flughafens am Beginn der Start- und Landebahn. Außerdem kann man festhalten, dass die nachfolgenden Sichtungen belegbar mit den in Warteschleife fliegenden Flugzeugen identifiziert werden können. Weitere Augenzeugen berichten von, ja, es sah aus wie Hubschrauber und ich habe nur einen hellen Strahler gesehen, legen die Vermutung nahe, dass es sich hierbei um den mittlerweile über Bremen fliegenden Polizeihubschrauber gehandelt hat. Dies bestätigte ja dann nach später auch die Bremer Polizei und die Staatsanwaltschaft in ihrer Pressemitteilung vom 21. Januar. Darüber hinaus hat sich unser sofortiger Verdacht bewahrheitet, dass ein über 200.000 Mal angeklicktes Video namens UFO über Bremen auf YouTube nichts mit dem Vorfall zu tun hatte. Das Video war ursprünglich 2012 auf YouTube als UFO-Video zu einem ganz anderen Sichtungsfall eingestellt worden. Hier hat sich jemand einen Scherz erlaubt und vor allem die ausländischen Medien sind darauf hereingefallen und haben das Video in ihren Online-Berichten verlinkt oder Standbilder daraus gezeigt. Auch Twitter ist voll von der UFO-Meldung über Bremen, inklusive einer Aufnahme aus diesem Fake-Video. Für mich ist das eigentlich wieder mal ein Paradebeispiel dafür, wie vorsichtig wir selbst mit UFO-Sichtungen umgehen müssen, die uns aus dem Ausland erreichen und in denen unsere Medien einfach Dinge miteinander vermischen, die nichts miteinander zu tun haben. In diesem Fall war es ein Fake-Video auf YouTube, das weltweit nun als UFO über Bremen bekannt ist. In der ersten dpa-Pressemitteilung vom 7.01.2014 lasen wir noch davon, dass ein unbekanntes Flugobjekt über 3 Stunden hinweg den Flughafen Bremen, die örtliche Polizei und sogar einen Polizeihubschrauber in Atem hielt. Das Objekt sei dabei mehrfach auf Radar sichtbar gewesen und wurde von zahlreichen besorgten Anwohnern auch über der Innenstadt gesehen. Heute können wir mit Gewissheit davon ausgehen, dass es dieses eine Flugobjekt so nicht gab, sondern sich eben auf verschiedene Stimuli am Himmel verteilte. Die Ermittlungsergebnisse der Behörden, wie sie am 21. Januar in ihrer Pressemitteilung bekannt wurden, decken sich in den entscheidenden Punkten mit unseren eigenen Recherchen, gerade was die Sichtung ab 18:31 Uhr betrifft. Für uns war lediglich die alles auslösende Sichtung des Tower-Lotsen um 18:09 Uhr ungeklärt, obwohl auch wir irgendeine Art von, ja, funkgesteuertem Flugmodell favorisierten. Der durch Zeugenaussagen vermutete Stimulus-RC-Flugmodell macht durchaus Sinn. Dennoch ist es natürlich schade, dass wir keinen Zugang zu diesen Augenzeugenberichten haben und wir uns hier auf die Ermittlungen der Polizei verlassen müssen. Hier wird jeder konspirativen Theorie Tür und Tor geöffnet. Im Fall Bremen halte ich das aber für völlig unbegründet. Den Behörden ist es zwar nicht gelungen, den Piloten des möglichen Multikopters ausfindig zu machen, doch das vom Lotsen gesichtete Objekt und dessen bekannte Flugeigenschaften geben absolut keinen Grund zum Anlass, in diesem Fall an ein anomales Phänomen zu glauben. Am östlichen Ende der Start- und Landebahn befindet sich ja die Weser und drumherum einiges an Grünfläche und Gartenanlagen. Ortsansässige meinen zu wissen, dass hier auch RC-Flugmodelle gestartet werden. Die Grünflächen würden sich auf jeden Fall ideal dafür anbieten. Dass sich das Gebiet aber direkt in der Einflugschneise des Flughafens befindet, ist anzunehmen, dass hier ein striktes Flugverbot von Modellflugzeugen aller Art und selbst für Drachen und sei es nur Luftballone gilt. RC-Piloten müssten in diesem Bereich zu Recht mit hohen Bußgeldern rechnen.
Letztendlich zeigt auch dieser Fall, dass man in der UFO-Phänomenforschung mit Wahrscheinlichkeiten und einer Indizienbeweisführung arbeiten muss. Wir werden wohl niemals das exakte Flugmodell ausfindig machen und können dennoch anhand der Aussagen zum Erscheinungsbild und der Flugcharakteristik festhalten, dass man diesen Vorfall um 18:09 Uhr als sogenanntes Near-IFO einstufen kann. Unter Near-IFOs fasst man Fälle zusammen, die einer herkömmlichen Erscheinung ähnlich sind, aber keinem eindeutigen Stimulus zugeordnet werden können und manchmal noch eine gewisse Strangeness, also Fremdartigkeit, enthalten. Als zweiten möglichen Stimulus möchte ich aber auch nochmal den Jupiter ins Gespräch bringen. Ja, ich weiß, der Jupiter macht nur Sinn, wenn das, was der Fluglotse sah, nur fix am Himmel stand und eben nicht grün und rot blinkte oder sonstige Positionsleuchten hatte. Da aber niemand von uns nun wirklich genau weiß, was der Fluglotse sah und was nicht, möchte ich den Jupiter weiterhin nicht völlig ausschließen. Er macht aufgrund seiner Position exakt dort, wo der Fluglotse das Objekt sichtete, unter Umständen nämlich doch Sinn. Anhand der Wetterdaten lässt sich auch herauslesen, dass der Himmel zu jener Uhrzeit teils bewölkt war. Es ist also auch durchaus realistisch, dass der hellstrahlende Jupiter nur für kurze Zeit zu sehen war und dann wieder hinter der Wolkendecke verschwand. Für mich bleibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich für plausibel halte. Letztendlich steht und fällt es aber mit dem, was der Fluglotse denn tatsächlich gesehen hat. Das wissen die Behörden sicherlich besser, leider legen sie das nicht offen. Daher muss man wohl annehmen, dass für sie der Jupiter doch nicht in Frage kommt. Oder aber man konnte sich nicht vorstellen oder gar eingestehen, dass der Lotse tatsächlich auf einen Planeten am Abendhimmel reingefallen ist. Aber ja, das ist natürlich ebenso nur reine Spekulation. Die Beschreibungen der Sichtungszeugen geben auch keine besonderen anomalistischen Flugcharakteristiken her, dass man sagen müsste, dabei kann es sich um kein uns bekanntes irdisches Flugobjekt gehandelt haben. Dass der Fall in gewissen Kreisen zur Mythenbildung herangezogen wird, das kann ich absolut nicht nachvollziehen und wirft für mich dann auch wieder ein schlechtes Bild auf die UFO-Szene im Allgemeinen. Am Ende möchte ich nochmal erwähnen, dass ich für diesen Podcast versucht habe, eine mir bekannte Fluglotsin ans Mikro zu bekommen. Leider aber ist sie dann doch ein wenig schüchtern. Aus den privaten Gesprächen mit ihr weiß ich aber sehr wohl, was in den Towern auf deutschen Flughäfen so alles vorgeht. Und da ist auch einiges, was eben nicht so positiv ist und was man so von keinem Pressesprecher erzählt bekommt. Man muss sich einfach vor Augen halten, dass auch Fluglotsen ganz normale Menschen sind, die zu Fehlern und Fehleinschätzungen neigen. Was man da im Vier-Augen-Gespräch so alles erfährt, da überlegt man sich zukünftig zweimal, ob man wirklich nochmal in ein Flugzeug steigen soll. Ja, also meine abschließende Meinung dazu deckt sich logischerweise so von dem auch, was du ja mit auch so federführend recherchiert hattest. Ich denke, dass die Initialsichtung, die das Ganze ausgelöst hat, möglicherweise doch mehr so ein Multikopter war, vielleicht eher wie jetzt der Planet Jupiter. Sowas lässt sich nicht immer in jedem Fall hundertprozentig dann beweisen oder belegen, was es jetzt konkret war. Du hattest ja gesagt, dass wir ja vom Near-IFO eigentlich ausgehen müsste. Das sehe ich genauso. Die Folgesichtungen mit den Flugzeugen, das halte ich für relativ, würde ich für relativ gesichert halten. Es war ja ziemlich nachzuvollziehen, auch über Flightradar 24com, was da geflogen ist. Also von dem her müssen wir unterm Strich sagen, die Gesamtfaktenlage deutet auf herkömmliche Flugobjekte hin. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, Sie konnten aus den zurückliegenden Minuten einige interessante Informationen mitnehmen und Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Jochen Ickinger. Und Dennis Kirstein.